Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue und Cooking mit Sascha. Heute machen wir Blätterteigtaschen gefüllt mit Cevapcici-Teig. Die machen wir auf dem Pizzastein. Dabei gibt es dann frittierte Kartoffeln. Wie ich das genau mache, zeige ich euch hier am Brett. So, was wir dafür brauchen. Ich habe diese vorgefertigten Cevapcicis geholt, einen Blätterteig und hier habe ich kleine Kartoffeln schon mal vorgekocht. Die habe ich nicht durchgekocht, sondern nur angekocht, damit die mir nicht im Fett gleich komplett auseinanderfallen. Wir nehmen uns den Teig. Rollen ihn einfach aus. So, dann nehmen wir uns die Cevapcicis und legen die hier hinten schön an. Ich denke, es passen immer 2,5 drauf. Dann nehmen wir uns das Ganze und rollen es einmal ein, bis es überlappt. Dann kann man die Ecken hier noch schön zusammen machen. Einmal mit dem Messer schön dran vorbei. Das hier drückt man schön zusammen, damit es auch hält. Wobei nicht zu fest, wir wollen ja die einzelnen Schichten des Blätterteigs nicht kaputt machen. Dann lieber hier am Rand ein bisschen zusammenkneten. So. Und schon haben wir eine Blätterteigwurst. Dadurch, dass die letzten nicht passen, weil ich zu viel, zu wenig Teig habe, wollen wir die einzeln ein. So, beim Öl wollen wir 170, 180 Grad haben. Nehmen wir mal mein neues Inkbird, kleines Spielzeug, was ich mir gekauft habe. Aktuell aber 55 Grad, das heißt, wir sind noch ziemlich weit davon entfernt. Am Rand ist es halt ein Ticken heißer. Wenn da die Hitze auch am Rand hochgeht, seht ihr, der Topf ist nämlich schon irre, aber das Öl, wie gesagt, selbst braucht noch ein bisschen. Öltemperatur 300 Grad, Steintemperatur 220 Grad. Wir schmeißen jetzt einfach mal das erste drauf. Mal zum Testen. Ich lasse die Unterhitze sogar unterm Stein dran. Schauen wir mal, wie schnell es fertig wird. So, das heißt, die ersten, dann nehmen wir uns mal die Kartoffeln. Die Temperatur vom Fett geht natürlich jetzt wieder runter, klar. Wow. So. Alles schön mit Fett bedeckt. Ich denke mal 10 Minuten, eine Viertelstunde brauchen die. Schauen wir mal. Ich habe das Fett jetzt nicht ganz so heiß und die sind ja halt noch in der Mitte leicht roh. Und dann probieren wir sie. Mal hier ein Auge drauf. Langsam Farbe. Das heißt, auch da werden jetzt die anderen drauf tun. Weil ich nicht mit Gewürzen im Fett arbeiten wollte, sind die Kartoffeln komplett ungewürzt. Es ist noch nicht mal Salz dran. Also auch nicht in Salzwasser gekocht. So, ich würde sagen, die sind so gut wie fertig. Ich bringe jetzt schon mal die Kamera nach drin und dann treffen wir uns da. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe schön gewürzt mit dem Petalos, also dem Salz von Büchel. Und jetzt wird gegessen. Ich habe gerade festgestellt, es ist noch scheiße heiß. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, es ist scheiße heiß.
Boah. Oh, oh. Boah. Und wenn die Zunge aufhört, weh zu tun, weil es so heiß ist, schmeckt es sogar richtig gut. Oh, fuck. Ja. Also, das war wieder so ein richtiger Fressfehl. Das war nämlich zu heiß. Ah. Egal. Wenn euch der Rest am Video für dieses super einfache, ganz, ganz flotte Gericht, wie gesagt, das hat jetzt eine Viertelstunde am Grill gestanden, beides. Gut, Kartoffeln mussten vorgekocht werden und die 2 Minuten Vorbereitungszeit. Aber mehr ist es ja auch wirklich nicht. Wenn euch das genauso gut gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, wohlwollenden Kommentar und ansonsten sehen wir uns bei Gelegenheit. Macht's gut, Leute!